Morgen. War das Klatschen? Ja, nochmal. Aber der Pollen haut ab. Und tschüss. Was hast du getan? Du hast ein Monster geschaffen. Ich habe einen Hans, ein Arrivederci Hans Monster geschaffen. Und lass. So süß. Oh. So denn? Kannst du im Auto weiter schlafen? Mein Theater immer morgens. Ja. Das ist ja ganz normal. Beide Schlüssel und dann los. Und du? Du willst mein Auto Schlüssel, ja, toll. Kinder wollen nie das, was man denen gibt. Ja? Schlupp. Ja. Sag mal, was machst du da, Skadi? Na dann, auf. Jetzt erstmal Anouk in die Körnerstraße. Super, danach geben wir die Reifen ab. Fahrradreifen. Ja, die nämlich auch im Auto, die müssen jetzt mal weg. Bist du BSR? Oder wo fahren wir jetzt? Wir fahren zu einem Verein. Zu einem Verein, der mit Reifen bastelt. Und da eben die Reifen ab. Und die haben so früh auf. Die soll ich einfach da abstellen. Das ist ganz gut, weil bei der BSR müsste ich wahrscheinlich bezahlen. Und jetzt habe ich hier jemanden aufgetrieben, der so ein gemeinnütziger Verein, die basteln richtig coole Sachen aus Schläuchen, aus Reifen. Und ja, die hat sich total gefreut gestern. Und ich meinte dann halt, das passt ja, ich habe die gerade eingeladen, wollte die morgen zur BSR fahren. Ob ich die nur zur BSR fahre oder bei euch vorbeifahre, ist mir egal. Mir gleich. Können wir machen. Wo sind die? In der Friedrichstraße. Gegenüber von der Ärztekammer. Skadi, komm raus gucken. Aber ich kann... Seid ihr schon fertig? Ja. Ich hab schönes Bier. Ja, haben sie schön gemacht. Ja. Ja. Ist ja wie in der Kita mit den Hochbeeten. Mhm. Hier war alles schön selbst gebaut. Das ist so eine Decke. Mit dem Kopf, aber die hing hier so. Ja, die wollte aufstehen. Also eins muss ich mal dazu sagen. Jetzt sind ja beide Kinder weg. Aber wie soll ich das arbeitstechnisch machen? Wenn man jetzt Arbeit hätte. Jetzt müssen wir halt ein Kind regulär müssen wir halt abholen um 1 Uhr. Und das andere um 14.30 Uhr. Wie soll ich das machen? Wann soll ich eine Arbeit nehmen? Guck mal, ich bin jetzt erst zu Hause. Jetzt ist es schon gleich 8:45. Ich muss anfangen mit arbeiten und dann muss ich gleich wieder aufhören. Um 12 muss ich aufhören.
müsste ich aufhören, um Anouk abzuholen. Wenn sie abholen, denn dort Zeit vertrödeln und bin um 14:30, 15 Uhr 30 wieder bei der Arbeit. Und von 12 bis 15:30 Pause? Keine Ahnung, wie soll das funktionieren? Ich bin ganz glücklich, wirklich, dass jetzt gerade Achim da ist und er ein bisschen das übernimmt, weil das ist ja eigentlich nicht machbar. Eigentlich nicht. Gucken, wie das noch weitergeht. Ah, oh, wer soll denn da meckern? Keiner meckert? Alle ruhig? Yeah. Willst du zu mir? Nee. Sie beachtet mich nicht mal. Oh, oh. Und du sitzt auch ganz artig hier mit deiner Prinzessinnen-Galerie. Sie wartet auf Frühstück. Ach so, ist schon ganz hungrig. Ja, ja. Sie hat schon Bauchkrämpfe, ne? Mhm. Oh. Echt? Mhm. Und dann machst du als erstes Kaffee, statt dem Kind was zu geben? Wir brauchen ja Brot. Na ja, stimmt. Habe ich vergessen, weil ich erstmal einen Parkplatz suchen musste. Ach, jetzt tut mir leid. Habe ich vergessen. Jetzt sind wir kein Brot. Versteht sie keinen Spaß? Die Sicht verfinstert sich ein bisschen. Willst du mitkommen? Zum Bäcker? Oh. Willst du dir vielleicht was aussuchen? Vielleicht gibt es da ja was Schönes. Na komm, dann zieh dir schnell Schuhe an und dann los. Oder soll ich dir einfach ich bring dir einen Schokokroissant mit, ja? Ja! Okay, na klar, machen wir so. Ja. So sieht's aus. Mmm, lecker. Mmh. Alle am Muffeln. Frühstück. Und dann beginnt der Ernst des Lebens wieder. Ich hab Kopfschmerzen. Ja, Manni hat schon den Ernst des Lebens. Achim ist instruiert. Der ist im Keller. Bei uns gab es Kaffee, den ersten, und Frühstück. Und jetzt. Dann habe ich noch den Garten gesprengt hier. Ein bisschen. Pflanzen gegossen. Und jetzt schneide ich den Vlog von gestern zusammen. Und hoffe, dass da was Sinnvolles bei rumkommt. Wahrscheinlich nicht. Gut. Und dann in anderthalb Stunden circa müssen wir ja eh wieder los. Dann müssen wir die Kinder wieder abholen. Naja, wie gesagt, da kann man nicht richtig arbeiten eigentlich. Davor habe ich mich noch bei der Post um ein Paket gekümmert, was sich verirrt hat. Das ist ein bisschen schade, weil da ist eine ziemlich teure Sache drin. Ich hätte mich gefreut, Zustelltermin war heute. Hätte ich mich sehr gefreut, wenn ich es heute in den Händen gehalten hätte können. Und das ist jetzt wieder, anstatt dass wir der Empfänger sind wir jetzt auf einmal wohl der Absender. Keine Ahnung. Es wurde in einer Packstation in Berlin eingeliefert, sagt er. Das kann gar nicht sein. Es kommt nämlich aus Sonthofen. Das ist totaler Quatsch. Ja. Aber was ist verrückt gerade? Alles auf einmal. Ja, da muss ich mich auch noch drum kümmern. Okay. Na gut, ich schneide mal. Ich habe hier bestimmt 7 Stunden Filmmaterial gerade. Aber das kann ich super einkürzen. Also das ist Wahnsinn. Da geht richtig was weg. Fast 2 Stunden Pause. Nicht schlecht. Und dann kam ich wieder. Jetzt los. Achim. Mach keine Dinger noch. Ja, dann gehen wir los. Unter 2 Stunden jetzt. So, ich bin fertig. 11:52 Uhr. Wir müssen jetzt gleich los. Wieder Kinder abholen. Herrlich. Was für ein Leben. 3. Block. 974. Block. 974. Für euch. Geschnitten. Fertig. Produziert wird. Jetzt. Teufelssuppe nennt man das. Also richtig harter Stoff. 2 Brüheinheiten. Achim wird im Kreis laufen. Der wollte ja unbedingt einen Kaffee haben. Unser ist ihm immer zu lasch. Kriegt er jetzt richtig auf die Ohren. Ich habe unendlich Hunger. Da sind wir wieder. Alle Mann, einmal Hände waschen. Ja. Du auch, Skadi. Mona. Was
Ja, aber die Scheiße, die wehrt sich ja nicht so. Ich wehre mich. Guck, hat sie schon. Und sie lacht. Ihr gefällt alles. Tada! Mama, das hier ist Laura, glaube ich. Du siehst gut aus, bist aber auch schlecht gelaunt. Ich habe beide schon gemolzt. Hast du die bestimmt nicht gefüttert? Doch, ich habe die jeden Tag. Dann streichel die jetzt bitte. Habe ich sie gerade gemacht. Du musst die jeden Tag grüßen. Was ist denn los mit euch? Die kümmert sich gar nicht, weil du bist schon letztens ein Tier gestorben. Ich habe so viel vom Leben. Oh, Mama, guck mal, was kann ich mit dem ganzen Herd? Genau, und jetzt noch die andere Packung. Na komm, put, put, put. Na komm. Er kommt da. Er kommt da. Er kommt da. Skadi und ich hatten nämlich vorhin eine Auseinandersetzung. Nein. Mhm. Nein. Bezüglich? Ja, höre intensivst zu. Weiß. Thema Haare ziehen. Aber was heißt denn wieder? Wir haben es noch nie gemacht. Komm, lass uns mal was trinken. So, hey, mach mal Flasche auf hier. Ich habe überhaupt nichts mehr da. Halt im Keller. Gut, ich trinke jetzt noch was hier, nehme ich das. Aloe Vera. Das ist was zum Eincremen und das trinke ich jetzt auf alle Fälle. Einfach mal drauf. Das ist so eine eklige Creme. Genau. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut, bis dann. Ciao, sagt Tommy und Januk bastelt noch. Verbraucht mein ganzes Klebeband. Du bist böse mit mir.